So, ganz herzlich willkommen hier in der Arena am Ischelland nach der Begegnung Phoenixhagen gegen die Lions aus Karlsruhe. Das Spiel wurde seitens Phoenixhagen verloren. Mit 83 zu 100 endete die Partie für die Gäste aus Karlsruhe. Ich darf Ihnen hier heute die Pressekonferenz der beiden Trainer präsentieren. Das Spiel fand statt vor 2.023 Zuschauern. Zu meiner Rechten der Trainer von Lions Karlsruhe, Michael May. Zunächst herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier bei uns in Hagen. Zu meiner Linken der Trainer von Phoenixhagen, Dietmar Günther. Wie es üblich ist, zunächst Stellungnahme des Gästetrainers. Bitte schön. Ja, ich denke, heute wir haben vom Anfang an sehr stark gespielt. Und das war, ich glaube, war the difference. Heute, dieser erste Viertel, wir haben sehr gut gespielt. Craig Bradshaw hat sehr, sehr gut gespielt. Aber ich musste sehr viel Respekt zu Hagen geben, weil Hagen hat zurückgekämpft in das zweite Viertel. Und ja, wieder in der vierte Viertel hat auch sehr stark gekämpft. Und ja, wir hatten ein bisschen Angst natürlich mit 5-4-3 Minuten zum Ende. Das war 10 Punkte Difference und das war viele, das der Grund war, dass Hagen hat sehr gut gespielt in dieser Zwischenzeit und wir mussten besser sein mit der Lead. Ja, wenn wir sind vorne, wir müssen besser spielen und vielleicht ein bisschen mehr Control haben. Aber ja, wie nochmal, das war viel Respekt für Hagen. Hagen hat vor 40 Minuten gekämpft und ja. Ja, vielen Dank, Michael May. Dietmar, bitte dein Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal auch Glückwunsch an Coach May. Er hat das. Sie haben ein sehr gutes und sehr erwachsenes Spiel heute gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, es sah so aus, als wenn wir aus dem Bus gekommen wären und nicht die Karlsruhe. Ja, das erste Viertel sehe ich auch so als Knackpunkt. Mir ist im Moment noch nicht klar, wieso wir da so gelähmt und so auch passiv waren. Uns ist da nichts eingefallen, was wir hätten machen können, um da zu stoppen. Karlsruhe hat eine sehr hohe Trefferquote gehabt in dem Bereich. Vielleicht sind wir da auch ein bisschen zu nett gewesen. Wir können da schon noch ein paar mehr Fouls geben, als das, was wir getan haben. Aber wir sind eine junge Mannschaft und so gut, wie es dann eben in dem einen Spiel läuft, läuft es in dem anderen schlecht. Wir sind auf dem Weg, was zu lernen. Und ich denke, wir werden über die Saison noch konstanter spielen und nicht diese großen Schwankungen haben. Ja, herzlichen Dank für das erste Statement von Dietmar Günther und Michael May. Gibt es ihrerseits Fragen an die beiden Trainer? Bitte schön. Dietmar, was mir aufgefallen ist, dass in der ersten Halbzeit habt ihr von euren drei Importkräften, glaube ich, 4 Punkte gekriegt. Karlsruhe 31. Lag da so ein bisschen auch ein Unterschied. Am Ende kamen ja einige von deinen Spielern noch ein bisschen besser ins Spiel, aber das hat lange gedauert. Ja, natürlich ist es so, wenn man mit einer sehr jungen Mannschaft spielt, dann hofft man natürlich darauf, dass die Importkräfte das Ganze ein bisschen tragen. Das haben sie jetzt nicht geschafft, wenn es von den Punkten her geht. Es war aber, auch die sind aber sehr jung. Man muss auch sagen, dass das jetzt keine Veteranen sind oder keine erfahrenen Leute, die in der Liga sind. Auch die müssen sich an Deutschland gewöhnen, wie es hier eben ist in der Liga, wie es hier ist vor den eigenen Fans. Und von daher ist das sicherlich ein Unterschied, das ist ja ganz klar, die Statistik sagt das. Aber mehr als das möchte ich jetzt auch keine Rückschlüsse darauf ziehen. Weitere Fragen bitte. Hat euch die Intensität, die ihr vor allem im vierten Viertel gezeigt habt und die euch ja fast noch angebracht habt, warum braucht ihr die anderen so lange, um die so zu zeigen? Als es schon verloren war, da ging das? Oder? Also ich glaube, wenn ich mich so zurückerinnere, ist es ganz häufig so, dass wenn man Erfolgserlebnisse hat, dass man dann auch plötzlich wieder mehr in den Beinen arbeiten kann und dann auch wieder aggressiver ist. Es ist, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist manchmal sehr, sehr schwer, wenn vorne nichts fällt,
hinten harte Defense zu spielen und immer weiter auf Ballbesitz zu gehen. Und bei uns ist im ersten Viertel gar nichts gelungen und das hat die Jungs, wie ich gesagt habe, glaube ich, gelähmt. So, und die waren passiver, als sie sein sollten. Und erst mit den Erfolgserlebnissen ist auch ihr Selbstvertrauen wieder zurückgekommen. Weitere Fragen? Michael, noch eine Frage meinerseits. Das Spiel letzte Woche in Köln, da hat Phoenix Köln geschlagen. War das für dich überraschend? Habt ihr euch aufgrund dessen heute auf Hagen entsprechend eingestellt oder habt ihr das gar nicht registriert? Zumal ihr ja in Heidelberg verloren habt letzte Woche. I mean, naturally, wenn wir das gesehen haben, ist es natürlich okay. Hagen ist eine sehr starke Mannschaft. Und du musst stark spielen, Köln zu schlagen in Köln. So für uns, das war eine Faktor, ja. Wer hat über das gesprochen? Es ist eine, wir können kein, we can't be overconfident, we can't sleep on this team. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Und ich denke, das war gut für unseren Fokus in der Woche. Und wir waren nicht, we weren't happy with how we played in Heidelberg. Du kannst in Heidelberg verloren. Heidelberg ist auch eine gute Mannschaft und es ist Auswärtsspiel und mit einer auch eine viele eine sehr junge Mannschaft mit ja zwei zwei Drittel von unserer Mannschaft spielt nicht in der Pro A vor dieser Saison und so okay, du kannst das erste Spiel in Heidelberg verloren, aber wie war für uns das Problem und dass Hagen hat gegen Köln gewonnen. Das war ein bisschen Motivation für die in der letzten Woche ganz genau. Ja. Okay, wollen wir hoffen, dass so viele Motivationsspiele nötig sind, um Hagen nach vorne zu bringen. Ne? Gut, gibt es weitere Fragen? Sehe ich, das ist nicht der Fall. Ja, dann können wir an dieser Stelle die Pressekonferenz schließen. Wir bedanken uns für euren Besuch und wünschen euch eine gute Rückfahrt. Ja? Tschüss. Danke.